Prost. Hallihallo, Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon Rot. Wir sind gerade in Azuria City und haben jetzt die Arena vor uns. Ich hoffe, ich habe meine Pokémoner geheilt. Ja, ich habe meine Pokémoner geheilt. Gut. Wundervoll. Du musst neu sein. Muss mit scharf es. Ja, alt, oldschool. Richtig retro. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémons? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémons. Offensiveinsatz, sagte sie und spammt die Genesung mit ihrem Stami. Sternu. Sternedu. 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 Man könnte ja fast meinen, dass Wasser-Pokémon eine Schwäche zu Blitz-Pokémons haben. Man könnte meinen, dass Misty eine Schwäche für mich hat. Ha, so wie jede normale Frau. Oh, was für ein Glück, dass ich keine Frau bin. Aber du hast doch auch eine Schwäche für mich. Für diesen Bart. Rar. Alter! Hör doch bitte auf, so viel Schaden zu machen! Nee, ich glaube, der Stami macht dich kaputt. Alter! Ja. Ja, natürlich werde ich weggecrittet. Es war eigentlich klar, dass dieses Stami sehr harte Probleme machen wird. Naja, es ist halt over. Es ist genauso gut gelevelt gewesen wie das Pikachu und oh, Vogel wird auch drauf gehen. Vogel ist natürlich tot. Wird Vogel drauf gehen. Vogel soll jetzt nur ein bisschen Damage machen, aber es hat weniger Damage gemacht, als es tun sollte. Suppe schafft das jetzt. Ja, das könnte tatsächlich eine problematische Problematik werden. Eine leicht problematische Problematik. Absolut. Uff. Wir out-tackeln uns jetzt. Nach Adam Riese sollte ich das eigentlich... Oh. Ach so! Ach, das ist Cheat! Was ist Cheat? X-Abwehr ist Cheat. Gnadenloser Offensiveinsatz von Wasserattacken. Hier, ich buff deine Abwehr künstlich. Fast geschafft. Also gleich kommt die Genesung. Ja, die Genesung kommt nicht. Ja. Oh, we did it. We did it. We didgeridoo did it. We didgeridoo did it. Ah, absolut. Ja. Wow, du bist sehr gut. Du hast mich out-tackled. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Yeah. Ah, Triumph. Der süße Geruch des Sieges am Morgen. Riecht nach verbranntem Toast. Und Kokain. Mein Name ist Dr. Roxo, der Rock'n'Roll-Count und ich liebe Kokain. Da gibt es so dieses Interview mit Ozzy Osbourne. Also, wenn ich so, ja, in den 70ern, da hatten wir ein Budget von $30,000 im Monat für Kokain. dass der noch lebt, wundert mich ja auch sehr. Warum hat sie sich jetzt nach links gedreht? Weil sie nicht mehr mit dir reden möchte. Ich schaue jetzt das Wasser an. Ich muss mich vor Schande von dir abwenden. Wir haben übrigens eine ziemlich große Problematik, was die nächste Arena angeht, gell? Ja, wir sind vielleicht leicht underlevelt. Wir sind nicht underlevelt, aber die nächste Arena ist eine Elektro-Arena. Oh. Und unser Team besteht aus zwei Wasser- und einem Vogel-Pokémon. Und ein Elektro-Pokémon, das halt auch nichts anrichten kann. Wir bräuchten ein Erd-Pokémon. Mist. Ich hab Zerschneider noch nicht. Warum will ich da durch? Wie... können jetzt da oben durch. Hey. Je, nein, nicht hier. Ich bin falsch. Ah. Nee. Ich habe mich verlaufen in Azuria City. Azuria City. Ah. Verlaufen in Azuria City. Ah. Finden wir jemals den Weg wieder raus? Wahrscheinlich schon, aber egal. Was Team Rocket braucht, den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Nein, nicht der Schaufler. Sie haben den Schaufler gestohlen. Dieses gemeine Team Rocket, hört ihr an, was sie wieder verbrochen haben? Sie haben den Schaufler gestohlen, eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Oh no. Also ohne die TM können Pokémon keine Löcher graben, okay. Ja, auch Männer können keine, auch Menschen können keine Löcher graben ohne die richtige TM. Absolut richtig. Möchtest du ihn lesen? Hey,
draußen bleiben. Du hast ja nichts zu suchen. Was ich hier tue? Wir sind doch draußen. Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Ich sehe mir nur das Wasser an. Unschuldiger Passant möchte kämpfen. Ah, jetzt bin ich gerade überlegen, was wir denn potenziell für ein Pokémon fangen können, das uns in der nächsten Arena weiterhilft. Ein Stein, zwei Stein, fünf Stein. Denn ist es hier nicht so, dass wir gar nicht, wir könnten uns ein Dicktree fangen. Allerdings mag ich Dicktree nicht. Dicktree ist kacke. Das war nicht sehr effektiv. I am Confusion. Es ist Pedo-Pokémon. Also wirklich. Hallo Kinder. Wollt ihr Süßigkeiten? Ach, come on! Na, ich weiß, dass die Weiterentwicklung von Traumato, also Hypno kleine Kinder entführt. Oh. Ja gut. Oh, oh, ist sie? Ja, dead. Natürlich. Dead. Na, natürlich. Let's go, Suppe. Do it. In Suppe we trust. Ja. Ein Anfang. Warum ist dieses Traumato so stark, abgesehen davon, dass Psycho einer der stärksten Typen in der ersten Generation ist? Dann sollten wir uns vielleicht auch ein Psycho-Pokémon besorgen. Ich wollte ja ein Raupi, aber es gab keins. Waren alle ausverkauft. Suppe schläft immer noch. Was gibt's denn für Psycho-Pokémon, die wir fangen können? Wir könnten hier ein Abra fangen, wir werden kein Simsala kriegen, weil wir ein Simsala ja nur kriegen, indem man Kadabra tauscht. Ja gut. Alternativ, was gibt es für Psycho-Pokémon in der ersten Generation? Wir könnten uns ein Nebulak fangen. Dann haben wir ein Nebulak. Das ist zwar ein Geist-Pokémon, aber es kann Psycho-Attacken lernen. Oh, ja! Endlich! Aber das können wir auch nicht zu Gengar entwickeln, weil man dafür Alpholo tauschen muss. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Okay, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Thanks! Ich gehe wohl besser. Tschüss! It's Dick! Thanks! Ist aber ganz kurz heilen, wir haben tatsächlich etwas kassiert. Ein wenig. Könnte man behaupten. Tatsächlich geht das Ganze mit dem Let's Player nicht so schnell vorwärts, wie ich eigentlich erwartet hätte, dass es vorwärts geht. Ja, ist ein bisschen unpraktisch. Das ist tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Scheint so, als könnten wir diese Let's Play-Reihe doch nicht in einer Sitzung. Ja, also dann musst du einfach morgen nochmal kommen. ich wollte irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Svante, wenn du ein Pokémon wärst, welches Pokémon wärst du? Uff. Wenn ich ein Pokémon... Nein! Bist schon wieder darunter gefallen, wow. Wow. Ich stell mir so vor. Und ihr fragt euch, warum es mit diesem Let's Play so langsam vorangeht. Ah! Ich bin sehr clean durch den Mondberg gekommen, möchte ich anmerken. Man hätte sich da drin sehr gut verlaufen können. Ja, hätte man. Mal überlegen, was wäre ich? Ich glaube, ich wäre so ein Carpador. Vermutlich, ja. Ja. Aber ich wäre ein cooler Carpador. Apropos Carpador. Wir haben immer noch ein Carpador. Wir könnten Carpador mal in der Pension abgeben. Ich glaube, da wird es schneller gelevelt als bei uns im Team. Ja, gut. Auch wenn es dann, aber dann kriegt das wieder random Attacken beigebracht. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ja, es ist auch unpraktisch. Ja, ist auch nicht so geil. Dann lassen wir es doch noch lieber kurz in unserer Obhut für eine Weile. Ja. 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 Ja, ich level das irgendwann offscreen vielleicht. Wenn ich Lust hab. Nein, möchtest du nicht ein Pokémon tauschen? Was möchtest du denn haben? Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Geschrieben. Okay, sie möchte kein Pokémon tauschen. Das erste Pokémon ist
Ein Mirapla. Nee. Giflor kann tatsächlich auch Psychoattacken. Glaube ich. Hey, Überlegung ist, wollen wir ein Giflor haben? Ja, ich glaube nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt echt unsicher gerade. Ja, wobei ich den Trainern so, um daran dann potenziell nachher ein Pokémon, das wir fangen, für die Arena trainieren zu können. Ein Topsy. Donnerschock ist weg. Oh, du machst mir zu viel Schaden, das finde ich nicht gut. Kapow. Dead. Das finde ich nicht gut. Was könnten wir denn noch für die Arena fangen? Uff. Ich bin tatsächlich gerade auch überfragt, weil ich glaube, in der ersten Generation kommen wir rechts aus Urania City noch nicht raus, weil da direkt das Relaxo liegt und nicht erst auf der Brücke. Okay. Das heißt, da fällt noch mal ein komplettes Feld, wo wir potenziell Pokémon fangen könnten, weg. Wir müssen sowieso Pokémon fangen, weil wir, um Blitz zu bekommen, 10 Pokémon gefangen haben müssen. Okay. Und wir brauchen Blitz. Dringend. Spätestens nach der Arena hier. Dann müssen wir es halt noch ein paar neue Pokémons fangen. Ich fange einfach mal einen Mirapla an. Level 15. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Me likes. Überlebe es. Natürlich überlebt es. Es war ein Ruckzucki. Gut. Also bitte. Dann kann der nie wissen. Nu, ein Poisoner did it. Ja, ich glaube, jetzt kann es gefangen werden. Ja. Oh nein, Giftschaden und nochmal vergiften. Aber das bringt nichts, denn man kann eine vergiftete Person nicht nochmal vergiften. Doch. Man kann es noch mehr vergiften, aber das ändert nichts. Minus und Minus ist Plus, das hebt das Gift dann wieder auf. Oh no. Durch Magics. Ein Unkraut-Pokémon. Ja, natürlich kriegt Mirapla einen Spitznamen. Ich meine, das ist... Natürlich nennen wir es... Salat. Na, ich wollte es Kraut nennen. Kraut ist auch gut. Ja, wir nennen es Kraut. Das ist Kraut. Wir nennen ein anderes Pokémon Salat. Bisasam hätte man Salat nennen können. Der Sprite. Das ist eine ganz normale Blume. Eine aggressive Blume. Aggressive Blumen mit Aggressions... Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Was mache ich? Ich wollte Vogel an erste Stelle stellen. Weil Vogel tatsächlich etwas behind ist vom Level. Und nach dem nächsten Level hat sich entwickelt. Yay. Kämpfen, meinst du mich? Na gut. Yay. Haben wir ein Tauboga. Yay. Pfadfinderin möchte kämpfen. Möchtest du meine Kekse? Oh nein, ist das etwa ein Taubsi gegen einen Vogel? Ich habe leider gerade kein Bargeld dabei, tut mir leid. Tja, wenn du keine von meinen Keksen haben möchtest, musst du mich wohl oder übel bekämpfen. Das heißt Krieg. Krieg. Hat Ruckzucki nicht? Nein, hat's nicht. 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Mist. Kapau. Aber es sollte trotzdem funktionieren. Wundervoll. Yay. Jetzt ist leider unsere Genauigkeit im absoluten Keller. Erreicht Level 17. Man bemerke die Genauigkeit im absoluten Keller und nicht nur im theoretischen Keller. Es ist Zeit für... Onigiri! Donnerschock! Dead. Da werden wir wieder beim Brathähnchen. Level 22 für Onigiri, sehr cool. Yay. Aber es ist immer noch vergiftet. Natürlich. Warum sollte ein Level... Es ist nicht vergiftet, es ist ein Fan von einem GIF. Es ist aber spricht immer man, spricht noch man es GIF oder GIF aus? Ich sag GIF. Du sagst GIF. Wir sind in Deutschland, das heißt GIF! Ich sag immer GIF. Weil Amerika first. Germany second. Was? Ja. Europa first, Europa second. Europa auch third. Nee, das ist Afrika. Ah! Hau drauf. Nach dem Let's Play kann ich meinen Kanal eigentlich löschen, weil meine Reputation am Boden sein wird. Du hattest eine Reputation. Absolut. Family-friendly Content. Als ob das hier kein Family-friendly Content war. Ich meine, wir haben bisher
vergleichsweise relativ wenig geflucht. Nein, denk nicht dran. Das tust du jetzt nicht. Oh, es ist ein Radikal. Ein Radical. Meinst du, es ist radikal? Nein, es hat Haare. Bist du rechts oder links radikal? Ich bin ja eher im Mittelfeld unterwegs. Oh nein, die Verteidigung ist gesunken. Bist du etwa Mittelfeldspieler? Ja. Ja, wenn du Fußball spielen würdest. Kein Stürmer. Was für eine Position würdest du belegen? Ich habe den rechten Flügel gespielt, als ich Fußball gespielt habe. Ja, ich habe Handball gespielt. Ich fand Handball besser als Fußball. Ja, Handball ist ja Schummeln, weil du die Hand benutzen kannst. Damit kriegst du ja viel besser. Ja, aber dafür darfst du aber keinen Fuß benutzen. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht sehr wohl Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Dass du beim Fußball keine Hand benutzen darfst, macht absolut Sinn. Aber dass du beim Handball keinen Fuß benutzen darfst... Ja. Rugby ist sowieso besser als die beiden, denn bei Rugby kannst du einerseits Leute einfach umhaxen. Richtig, einfach auf den Kopf. Immer auf den Kopf. Nein, nicht auf den Kopf. Immer auf den Kopf. Immer auf die Knie, denn dann fallen sie auch hin. Wie ein Kartenhaus. Ah, nee, wir können tatsächlich hier lang. Hier gibt's noch ein paar Trainer, um die können wir uns tatsächlich... Oh, ist es Snake. Ah, Bock wäre eine coole Option. Wenn wir es finden, fangen wir es. Ja, nee, Retter entwickelt sich ja zu Arbok. Ah. Dann fangen wir es jetzt gleich. Und leveln es noch ein bisschen. Und... Gut, jetzt kannst du fangen. Ja. Oh, Wickeln. No! Please, no Wicklerino. Das sind Pokebälle. Ich bin unfähig. Wie nennt man eine Schlange? Spaghetti. Definitiv. Ja, Spaghetti ist gut. Nee, es ist genau ein Spaghetti-Faden. Und wie ist der Singular von Spaghetti? Ein Spaghetto. Richtig. Dieses Pokémon kann sich gut bewegen. Danke, Pokédex, für diese Information. Oben. Du hast das A vergessen. Du hast zwar noch... Ja, gut. Ich muss... GH. Doppel-T. O. To. Ja. Wie ein Rapper. Ja, wo... In welche Gegend kommen italienische Flüchtlinge? Ins Spaghetto. Richtig. Ja, der ist alt und nicht gut. Ja. Kann man darüber sprechen, dass ich eigentlich gesagt habe, dass sich ein Vogel entwickelt nach einem Level, aber das hat sich nicht entwickelt? Ja, du hast uns angelogen. I am fake news. Ich würde das nämlich gerne im Let's... Oh, guter Crit. Volltreffer. Ich würde das gerne im Let's Play entwickeln. Ja, aber das letzte... Und nicht, wenn ich offscreen level, und ich würde jetzt gerne offscreen leveln, beziehungsweise auf der Route davor noch offscreen den einen oder anderen Trainer machen, genau wie hier, weil Trainerkämpfe ja meist nicht so spannend sind. Würde ich die gerne offscreen machen, damit wir auf einem angemessenen Level sind. Oh, es ist wieder ein Rettern. Wir hätten das auch einfach Seil nennen können. Seil, aber es ist kein Essen. Ich weiß, aber trotzdem. Wir haben die Essensthematik nicht vergessen. Ich weiß. Oh nein, es wurde Giftstachel eingesetzt und das Pokémon wurde nicht vergiftet. Oh no, also zum Glück, weil unser Pokémon nicht vergiftet wurde. Ja. Ruckzuck ist weg. Yes. Gut, dann wird sich Vogel... nein. Nice. Sweet. Entwickelt er sich. Yay. Oh, Vogel C entwickelt sich. Oh, ich habe aus Versehen B gedrückt. Vogel C wurde zu Tauboga. Zu Vogel Doppel D. So, Freunde, ich würde sagen, ich werde offscreen mich um den einen oder anderen Trainer hier kümmern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.